Wir können die Aufnahme starten. Ich bin zurück von dort, wo der Pfeffer ist. Okay. Hallo. Meine lieben Kornkünstlerinnen. Immer wenn es gut werden soll. Los geht's. Hallo meine lieben Garnkünstlerinnen und Garnkünstler, willkommen zurück in der Hobby-Ecke. Ich bin Sarah van Draht und komme zu euch wie immer aus dem schönen Teutoburger Wald. Wenn ihr wissen möchtet, was ich in der letzten Zeit so gestrickt, gehäkelt und gelesen habe, dann bleibt doch ganz einfach dran, gleich geht's los. Meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei dem ersten Sarah van Draht Podcast im Jahr 2023. Ich habe euch ja schon bei Instagram und auch hier auf YouTube mitgeteilt, dass ich eine längere Pause machen möchte dieses Jahr. Und diese längere Pause habe ich natürlich auch mit sehr viel Stricken verbracht. Beruflich ist es im Augenblick bei mir sehr turbulent, möchte man sagen. Wir haben ein neues großes Softwareprojekt angefangen und da bin ich federführend mit dabei und nutze das Stricken wirklich als Dekompression sozusagen. Ich habe wirklich nichts weiter gemacht, als im Feierabend zu stricken und das zu genießen. Und dabei sind viele, viele wunderschöne neue Strickschätze entstanden. Ich kann sie euch hier ja schon mal kurz zeigen, aber das werde ich mir für einen nächsten Podcast aufheben, wenn wir schon ein bisschen mehr im Herbst, Winter drin sind. Aber hier habt ihr schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf das, was euch in den nächsten Wochen erwartet. Ja, ihr seht, ich bin also sehr fleißig gewesen und habe aber auch für den Sommer einiges gestrickt. Und viele Modelle davon kann man natürlich jetzt auch für den Herbst gut tragen, so im Zwiebellook. Oder man macht sich einfach eine wärmere Variante daraus. Deswegen habe ich diese Podcast-Folge auch Übergangsstrick genannt. Weil ich glaube, dass man viele Modelle jetzt auch noch so im frühen Herbst tragen kann, wenn es doch noch mal wieder ein bisschen wärmer wird. Oder man schmeißt sich eine kuschelige Jacke oben drauf oder ein warmes Trägerhemdchen unten drunter. Ja, meine Lieben, einiges davon habe ich natürlich auch im Urlaub mitgehabt. Wir sind dieses Jahr schon viel verreist. Unter anderem sind wir im wunderschönen Norwegen gewesen. 3 Wochen lang wandern und die schöne Aussicht genießen in die Fjorde hinein oder über die wunderschönen Gletscher, über die Hardanger Widder. Wir sind auch in Bergen gewesen und haben uns so ein bisschen das alte Hansaviertel angeguckt, aber einiges davon war schon versperrt, weil da irgendwie wieder neu gebaut werden muss. Und ich habe natürlich auch ganz viel Wolle auf dem Weg mitgenommen, nicht nur aus Norwegen, sondern auch aus Dänemark. Und das zeige ich euch heute auch noch alles, denn ich habe natürlich auch schon angefangen, wunderschöne Herbstprojekte zu arbeiten. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann den Sommer schon ganz gut leiden. Ich mag so laue Sommernächte und natürlich habe ich es auch ganz gerne, wenn mich mal die Sonne küsst und mich wärmt, wenn es mir ein bisschen frisch ist. Aber tendenziell bin ich nicht so ein großer Sommerfan, sondern mein Herz schlägt für den Herbst und für den Winter, mehr für den Herbst als für den Winter. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe manchmal schon so Ende Juli die ersten Herbstgefühle und definitiv dann nachher auch ab Mitte August. Und jetzt haben wir Anfang September und bald ist dann auch der echte Herbst bei uns. Im Moment ist es ein bisschen grau bei uns, aber es soll ja wieder richtig warm werden, noch im September, mal sehen. Dann kann ich bestimmt noch ein paar Teile von den Sachen tragen, die ich euch gleich zeigen werde. Aber jetzt will ich nicht so viel quatschen und euch auf die Folter spannen. Ich werde euch sicherlich noch in den nächsten Podcasts ein bisschen von meinen Abenteuern erzählen. Und wir starten wie immer mit den fertigen Objekten. Das erste Teil, das ich euch gerne zeigen möchte, ist mein Ayami-Sweater in der Sommervariante. Das ist ein Strickmodell von Isabel Krämer, eigentlich für ein Worsted-Garn gestrickt mit langen Ärmeln. Aber ich dachte mir, da kann man auch eine schöne Sommervariante draus machen und das habe ich gemacht. Ich habe von Sandnes Garn das Line-Garn verwendet und das gibt eine wunderschöne Textur.
Das besteht zu 53% aus Baumwolle, 33% Viskose und 14% Leinen. Ich habe die Größe 2 gestrickt und bin super zufrieden. Also ihr seht schon, wie schön es fällt und die Farbe ist natürlich auch der Knaller. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Ansonsten schreibe ich es euch nochmal unten in die Informationen zum Video, welche Farbnummer ich verwendet habe. Ja, sieht vorne gleich aus wie hinten. Ich glaube, hinten hat man noch ein paar verkürzte Reihen gearbeitet. Genau, kann man hier nochmal schön sehen. Hier ist also so ein kleiner Zwischenraum und vorne fehlt dieser eben. Es sitzt wunderbar, aber das ist ja nichts Neues bei Isabel Krämer. Ich finde, sie hat eine wunderschöne Art und Weise, Stricksachen zu designen, auch mit verkürzten Reihen. Und dann sitzt das einfach alles viel, viel besser. Größe 2 hat nachher einen fertigen Brustumfang von 98 cm und insgesamt geht die Anleitung von 90 bis 162 cm im Brustumfang, hat also eine große Größenauswahl, was ich natürlich immer sehr gut finde. Ja, und habe ich auch schon viel getragen und denke ich, werde ich jetzt auch im September, wenn es wieder etwas wärmer werden sollte, auch tragen. Im Original hat man hier unten nochmal so eine kleine Musterwiederholung. Die habe ich jetzt aber weggelassen, weil ich dazu tendiere, meine Teile immer in die Hosen zu stecken. Und da habe ich gedacht, da spare ich mir an dieser Stelle. Normalerweise würde man dieses Muster hier oben noch einmal hier unten nachstricken. Aus dem letzten Podcast habe ich euch ja auch schon die warme Variante gezeigt und hier hatte ich ein Worsted Garn von Katinchen. Allerdings habe ich da nicht mehr genug Garn gehabt, deswegen musste das so eine super cropped Variante werden. Aber den Pulli, den habe ich auch super gerne über Kleidern an. Hier kommt das Muster nicht ganz so klar zur Geltung, weil das Garn so ein bisschen gespeckelt ist. Das ist in dieser Sandnis-Garn-Variante natürlich etwas schöner zu sehen. Aber ich finde dieses Muster einfach so schön. Das macht auch sehr viel Spaß zu stricken und es ist natürlich super schnell fertig, weil man ja mit einem Worsted Garn strickt, also mit einem sehr dicken Garn. Und nachher ist ja nur noch glatt rechts und das geht meist sehr, sehr schnell. Wenn man mal einen guten Film anhat oder einen Podcast schaut, dann ist so glatt rechts ja auch relativ schnell fertig gestrickt. Ja, da habt ihr also einmal die Sommervariante oder die Herbst-Winter-Variante. Wenn ihr sagt, nee, ich möchte mir lieber was Warmes, Kuscheliges jetzt stricken, dann wäre das natürlich auch eine Option des Ayami-Sweaters von Isabel Krämer. Und dann machen wir doch auch gleich weiter mit dem nächsten Sommerstrickschätzchen, Schrägstrich Übergangsstrick. Und zwar handelt es sich um das Ankerstee von Petit Knit. Das habe ich euch, glaube ich, im letzten Podcast auch schon mal gezeigt. Da war ich aber noch nicht über die Rundpasse hinaus. Dieses Teil habe ich tatsächlich letztes Jahr kurz vor den Flitterwochen angestrickt. Und das hat auch wirklich eine ganz lange Zeit gedauert, bis ich, ja, mich dazu durchringen konnte, das Ganze fertig zu stricken, aber ich finde, es hat sich sehr gelohnt. Man sieht jetzt gerade noch so ein bisschen die Streifen im Schrank rumliegen, aber man sieht natürlich auch, was für einen schönen Fall dieses Teil hat und es ist wirklich federleicht. Und wenn man es auf der Haut hat, dann wirkt es überhaupt nicht belastend. Das ist so schön atmungsaktiv und es macht einfach Spaß, diese schöne blaue Farbe zu tragen. Und ankerstypisch hat man natürlich wieder dieses Rippenmuster in der Rundpasse. Und ich wollte es dieses Mal ein bisschen anders haben. Ich habe ja schon sehr viele Ankersprojekte gestrickt und habe mich dazu entschieden, zwei Runden im Seidenmohair zu stricken. Und ihr könnt es jetzt auch schon ein bisschen hier sehen, dass es ein ganz bisschen durchscheint. Und ich finde das wirklich super, super schön. Gibt dem Ganzen nochmal so einen ganz neuen Glanz. Auch dieses T-Shirt kann man im Zwiebellook tragen oder man strickt sich eben die Pullover-Variante oder ich glaube, es gibt sogar auch dickere Shirt-Varianten vom Ankerstee. Da habt ihr also auch die Möglichkeit, das Ganze in den Herbst-Winter zu übertragen. Das Ganze wird mit einer 3 mm Nadel gestrickt und ich glaube, deswegen hat das bei mir auch so ewig lang gedauert. Ich habe jetzt die Größe 2 gestrickt und ich glaube, das sind so 103 cm im fertigen Brustumfang. Also das hat wirklich eine ganze Weile gedauert. Aber dieses Jahr im Frühjahr habe ich mich rangesetzt und habe gesagt, bevor du was Neues anschlägst, Sarah, musst du dieses Teil fertig haben. Und ich habe es dann auch fertig gestrickt und es war natürlich auch schön. Aber wenn man dann irgendwann so hier in der Mitte ist, dann passiert ja auch irgendwie nichts Spannendes mehr, ne? Und
Ja, so viele Filme kann man gar nicht gucken, wie lange das dauert, bis das hier fertig ist. Aber letztendlich habe ich es dann doch fertig gestrickt und bin super zufrieden mit dem Endergebnis. Wie gesagt, der Fall ist wunderschön, der Tragekomfort ist sehr hoch und ich kann es euch wirklich empfehlen. Das Garn, das ich verwendet habe, wird leider nicht mehr produziert, denn ich habe mich für Shibui-Nitz Garn entschieden. Ich habe hier mal noch eine Variante für euch von Shibui-Nitz Koan in der Farbe Pacific und dazu habe ich dann verwendet ein Seiden-Mohair, das Silk Cloud von Shibui-Nitz, auch in diesen wunderschönen Farben. Hat eine Zusammensetzung von 70% Leinen und 30% Maulbeerseide. Ist wirklich ein ganz wunderschönes Garn, hat einen ganz tollen Glanz, wenn man das nachher fertig gestrickt hat. Kam auch in unheimlich vielen verschiedenen wunderschönen Farben, aber leider ja, hat Shibui aufgehört, diese wunderschönen Garne zu produzieren. Und das finde ich sehr traurig, weil Shibui hat natürlich auch ganz andere wunderbare Qualitäten gehabt. Ja, traurig um den Verlust, aber es gibt ja noch genug andere Garnhersteller. Aber trotzdem bin ich sehr froh, dass ich mich für Koan entschieden habe. Das Material ist nicht nur super für den Sommer geeignet, sondern die Farbe ist auch mal was ganz anderes. Blau trage ich ja jetzt nicht so viel, bin ja eher so immer rosa, braun, beige unterwegs. Aber das hier fand ich trotzdem super schön und das musste sein. Und ich bin sehr happy. Das ist also mein Anker-Tee endlich von Petite Knit. Und ich habe es gerade schon gesagt, ich bin ja sonst immer sehr im Beige-Bereich und Rosa-Bereich unterwegs und da habe ich schon das nächste Teil in Beige. Und zwar ist das das Summer Sorrel T-Shirt von Wool and Pine. Auch das hat eine ganze Weile gedauert, bis es fertig war. Wir haben ja hier vorne diese schönen, ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, diese übertragenen, langgezogenen Maschen, die dann eben diese wunderschöne Rundpasse ergeben. Sieht einfach ganz, ganz toll aus. Ich habe mich für ein Merino Fingering Garn entschieden von Rock the Wool von Daniela in der Farbe Jakobsmuschel. Ich habe zwei Stränge gebraucht und ich habe die Stränge zwischendurch nicht gewechselt. Ja, finde ich wunderschön. Das Merino-Garn ist ganz weich und zart und es trägt sich wunderbar. Und das Teil habe ich auch angehabt, als ich in Sandnes war in Norwegen, um beim Werksverkauf von Sandnesgarn ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, durchzudrehen, ist vielleicht noch untertrieben. Aber das erzähle ich euch mal in einer anderen Folge, wenn ich euch meine Schätze aus Norwegen zeige. Das ist erstmal das Sommer Sorrel und diese Variante gibt es natürlich auch in der normalen, wärmeren Wintervariante. Und in der Wintervariante kann man das ja auch als Fade gestalten. Ich habe jetzt hier in meiner Sommervariante ja die gleichen Farben verwendet, mehr oder weniger. Und für die Wintervariante habe ich mir was ganz, ganz, ganz Wunderschönes zurechtgelegt. Die Garne, die habe ich, glaube ich, letztes Jahr in Düsseldorf bei einem Wollfest gekauft. Wollfestival in Düsseldorf war es wohl. Ja, macht Sinn. Und da war Madame Benoit und bei ihr bin ich völlig ausgerastet und habe mir hier diese wunderschönen Garne mitgenommen. Das ist ein absoluter Traum. Das ist 70% Baby-Alpaka, 20% Seide, 10% Kaschmir. Also weicher und buttriger geht's schon gar nicht mehr. Ich muss das mal jetzt hier in den richtigen Fade legen. Also das ist die hellste, der Mittelton und der dunkle Ton. Also wunder, wunderschön. Und das war auch so mein Eindruck, als ich bei ihr in den Booth gegangen bin, also zu ihrem Stand. Sie hat das ja wie so einen kleinen abgetrennten Raum immer mit so Holzpaneelen und du kommst da rein und ich glaube, hat sie da auch Pflanzen stehen? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Aber es ist alles so wunderschön gestaltet und strahlt für mich auch immer so eine ganz, ganz tolle Ruhe aus. Und als ich dann da so reingegangen bin, wurde es plötzlich ruhiger, obwohl ziemlich viele Leute um mich herum waren. Und ich habe mich so gefühlt, als ob ich mit dem Garn allein gewesen wäre. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wirklich, so hat es sich angefühlt. Und die Farben, die sie färbt, die sind auch sehr ruhig, sehr geerdet wirken die auf mich. Und ich dachte mir,
diese drei Schätze, die müssen unbedingt mit. Und die Wintervariante wird ja mit einem Fingering-Garn gestrickt, das mit einem Mohair doppelt gehalten wird. Und damit nachher dieser Fade ein bisschen weicher aussieht, habe ich mir dann noch das Mohair dazu genommen, das dann aber einfarbig ist. Und ich habe mich für diese Knallerfärbung hier entschieden. Schaut euch das mal an. Da sind Braun und Grün im abwechselnden Takt. Wunder, wunderschön. Also wirklich, das ist der absolute Knaller. Und wenn man das dann mal so zusammenhält, dann wird das ein wirklich sehr schöner Pullover. Ich kann ihn mir jetzt schon vorstellen und ich freue mich jetzt schon darauf, wenn der irgendwann fertig ist und ich mich darin einkuscheln kann. Und das waren eben wieder so besondere Garne. Wenn ihr mir schon länger folgt, dann wisst ihr das, dass wirklich ganz, ganz besondere Garne erstmal eine ganze Weile bei mir lagern müssen. Die müssen sich akklimatisieren sozusagen. Und ich freue mich ja auch immer, wenn ich die Garne in der Hand habe und damit kuschle. Ich weiß nicht, ob ich die Einzige bin, die so bekloppt ist. Aber ich schaue sie mir einfach auch gerne im Strang immer wieder an und denke an die Zeit zurück, als ich mir die tollen Schätze geshoppt habe. Aber ich denke, jetzt ist es soweit, dass die endlich auf meine Nadeln kommen, dass die Stränge zu Knäueln gewickelt werden und dann geht's richtig los in Richtung des Sorrel-Sweaters von Wool and Pine. Und damit kommen wir schon zum letzten Übergangsstrickschätzchen, das ich dieses Jahr gewerkelt habe. Und das ist tatsächlich das letzte Sommerteil, Übergangsteil, das ich dieses Jahr angeschlagen habe. Und das ist so ein bisschen unserer Norwegen- und Dänemark-Reise geschuldet. Denn wenn man so durch Dänemark reist, stolpert man auch über den ein oder anderen Isaha-Jahn-Shop. Und Anne Wenzel kommt natürlich auch aus Dänemark und ist auch eine ganz, ganz wunderbare Designerin. Ich kann nicht behaupten, dass ihre Anleitung leicht zu verstehen war, das sage ich gleich vorab. Aber ihre Modelle sind einfach wunderschön. Die hat immer so eine ganz, ganz tollen Silhouetten, die mir unheimlich gut gefallen. Und ich habe auch schon ein weiteres Projekt von ihr ja in Vorbereitung. Da lagert das Garn auch schon eine ganze Weile, so nach unserem Norwegen-Urlaub. Wie gesagt, ich bin dezent eskaliert und man muss ja auch dazu sagen, gerade in Norwegen konnte ich den ein oder anderen Euro sparen. Von daher war das gar nicht so unklug, das zu machen. Jedenfalls habe ich das Hendrik erzählt, damit er nicht völlig durchdreht.
Aber jetzt kommen wir erstmal zum Shorty von Anne Wenzel. Hier ist das gute Stück. Hat dieses ganz einfache, süße Lace-Muster, das auch so ein bisschen Einblick gewährt, je nachdem, wie man das möchte. Man kann natürlich auch wieder ein kleines Baumwollhemdchen drunter ziehen oder eben nichts weiter. Ist wirklich super schön. Ich habe es im ersten Anlauf ein bisschen zu kurz gestrickt und das hat mir dann gar nicht gefallen. Es sah einfach nicht schön aus. Es ist nicht so schön gefallen wie auf den Bildern von Anne Wenzel. Und da habe ich gesagt, okay, du hast noch genug Garn da. Mach's nochmal auf, strick noch ein paar Zentimeter ran und dann kannst du es wirklich so tragen und das fühlt sich einfach gut an. Es beginnt hier oben und hat eben diese merkwürdigen Zunahmen und da bin ich das ein oder andere Mal wirklich in der Anleitung gestolpert und musste nochmal überlegen und nachlesen und wie meint sie das jetzt? Und bin an der einen oder anderen Stelle doch manchmal verzweifelt und habe dann irgendwann gesagt, ach Sarah, jetzt strickst einfach so, wie du es für richtig hältst und so, wie es vernünftig aussieht einigermaßen. Und da ist dann die Strickerfahrung so ein bisschen dazugekommen und dann konnte ich auch dieses schöne Shorty fertig stricken. Ich habe die Größe gestrickt, mit der ich nachher einen fertigen Brustumfang von 103 cm erreicht habe und die Anleitung an sich bietet nachher einen fertigen Brustumfang von 94 bis 129 cm. Also schon ganz ordentlich. Und die Konstruktion ist einfach super schön. Man hat hier wieder so eine Art Bootausschnitt und die Ärmel werden dann eben hier nochmal an den Seiten aufgenommen und dann wird auch nochmal das gleiche Muster rausgestrickt. Ist wirklich super schön, wird aber auch wieder auf eine 3 mm Nadel gestrickt und braucht das ein oder andere Quäntchen Geduld. Aber wie gesagt, ich finde, es lohnt sich sehr. Bei der Garnauswahl habe ich mich an das Original gehalten und habe dann eben Isaha Garn geshoppt. Einmal das Alpaka 1 und das Isaha Triho. Jeweils in den Originalfarben. Das schreibe ich euch dann gerne nochmal in die Videobeschreibung. Aber ja, ich weiß nicht, ob ich ein bisschen zu viel bestellt hatte oder ob ich mich nachher in der Größe geirrt habe. Aber jedenfalls habe ich von jedem noch 2 Knäuel übrig. Ja, weiß noch nicht, was ich damit anstellen soll. Aber es wird sich bestimmt was finden. Und wenn es ein kleiner Schal wird oder sowas, ich muss mal sehen. Weil die Kombination aus diesem Leinen-Baumwoll-Mix und diesem super schönen Alpaka-Garn ist natürlich ganz grandios und wird sich bestimmt auch für einen kleinen Schal oder so ein Tuch eignen. Ich habe gesehen, dass Indie Blomst jetzt so ein kleines Mini-Dreieckstuch rausgebracht hat in dem Muster, wo ich auch schon mal so eine kleine Babyjacke gestrickt hatte. Das könnte ich mir natürlich auch sehr gut vorstellen. Muss mal schauen, ob dafür das Garn reicht und dann werde ich das bestimmt mal anschlagen. Ja, das ist also last but not least mein letztes Sommerübergangsstrickmodell, das Shorty von Anne Wenzel. So, meine Lieben, das waren also meine Übergangsstrickteile. Jetzt habe ich aber zum guten Schluss noch ein richtig schönes Herbst-Winter-Modell für euch, das so ein bisschen leicht und fluffig daherkommt und einfach wunderschön ist. Und die Rede ist natürlich vom Foxberry-Pullover von Sari Nordlund. Der sieht so aus. Ich hatte, glaube ich, schon mal bei Instagram so ein kleines Bild von der Rundtasse gezeigt, aber nie den fertigen Pullover. Aber jetzt zeige ich ihn euch mal in all seiner Schönheit. Der ist wirklich super, super schön. Und ich bin sowieso ein großer Fan von Sari Nordlunds Strickdesigns. Mir gefällt nicht alles, aber vieles, vieles, was sie hat. Gerade so mit Lace und Bobbles. Das ist so genau mein Geschmack. Und auch eben dieser Foxberry Pullover. Ich habe ihn mit einem Merino und einem Seidenmohair zusammen verstrickt. Und dadurch ist er natürlich super fluffig, aber noch nicht so richtig dick und schwer für den Winter nachher. Und die Farbe ist natürlich auch super passend jetzt für den Herbst, wenn die Bäume alle langsam rotbraun werden. Und deswegen habe ich mir ein Garn ausgesucht von Knitting for Olive in der Farbe Pomegranate. Und zwar das Merino und das Single Mohair zusammengehalten, jeweils einen Strang. Und ist einfach ein wunderschönes Garn. Ich bin ein großer Fan von Knitting for Olive Garn.
100% feine Merino-Garne, Ökotex Standard 100, super schnell da aus Dänemark. Und ich finde die Farbvarianten einfach wunderschön. Auch die ganzen Erdtöne, aber auch ein paar poppige Farben sind dabei. Und das hier hat mir ganz besonders gut gefallen. Das erinnert mich so ein bisschen an Mohnblumen. Und die finde ich einfach wunderschön. In der Strickanleitung steht, dass es eben ein Dikegarn sein muss. Ich habe jetzt aber, wie gesagt, das Merino, ein relativ dünnes Merino und das Mohair zusammengehalten. Also ich bin wahrscheinlich eher so bei einer Sportvariante rausgekommen, aber trotzdem ist der Pullover super schön geworden. Hier unten am Ärmel wiederholt sich das ganze Muster dann nochmal. Das ist einfach super schön. Also ich bin wirklich schwer begeistert und freue mich schon sehr, wenn ich das dieses Jahr wieder tragen kann. Ich zeige euch hier auch noch mal die Rundpasse und gerade auch so den Halsausschnitt finde ich ganz toll. Man strickt also erst ein Stück hoch, klappt das Ganze dann um und würde es eigentlich vernähen. Ich nähe das aber immer nicht fest, sondern stricke das immer zusammen. Also die Anschlagkante lege ich dann immer genau 1:1 auf meine Live-Maschen und stricke dann durch meine Live-Masche und das, was ich schon abgekettet hatte bzw. angeschlagen hatte hindurch und dadurch wird das sehr elastisch. Ich stecke mir das immer mit so ein paar Maschenmarkierern fest, damit meine Maschen nachher nicht verrutschen und wirklich alles nachher aufeinander liegt, so wie es sein soll. Und diese Art des Feststrickens ist ein absolutes Go-To bei mir geworden. Ich habe das eigentlich nur einmal umgeklappt und festgenäht und das war bei dem Sunday Pullover von Petite Knit. Und ich merke einfach, wie steif der Halsausschnitt ist. Immer beim Anziehen ist es eine leichte Qual, das über meinen dicken Schädel zu kriegen. Und diese Variante ist einfach viel elastischer. Ich habe jetzt die Größe 2 gestrickt mit einem fertigen Brustumfang von 91 cm. Ist also mit einem Zentimeter im Positive Ease in meinem Fall. Und den Foxberry kann man in vielen verschiedenen Größen stricken. Also mit einem fertigen Brustumfang von 81 cm bis 1,62 m. Also das ist schon wirklich ordentlich. Und ich finde, dass gerade dieser Pullover in jeder Größe wunderschön aussehen kann. Dieses Lace-Muster ist einfach ganz toll. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und Sari Nordlund überlegt sich ja immer gerne ganz besonders anspruchsvolle Lace-Rundpassen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das macht mir immer am meisten Spaß und hält mich so richtig am Stricken. Ich freue mich aber auch irgendwann, wenn ich fertig bin mit der Rundpasse, wenn ich nur noch glatt rechts stricken muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber es macht einfach super viel Spaß und ich finde auch Saris Anleitungen super leicht verständlich. Es ist wirklich alles Schritt für Schritt erklärt. Es macht unheimlich viel Spaß und ich gucke auch sehr gerne ihre Podcasts und was sie so neu auf den Nadeln hat. Und ich habe auch gehört, dass sie bald ein Strickdesignsbuch rausbringt und da bin ich sehr gespannt, welche schönen Modelle sie darin veröffentlichen wird. Ich bin mir sicher, es wird wieder ganz grandios, wie ich so schön immer sage oder so gerne sage. Ja, aber das ist eben mein Foxberry und den werde ich bestimmt ganz bald wieder rausholen, wenn die Temperaturen immer weiter in den Keller gehen. Und dieses Rot-Rotbraun macht einfach eine ganz schöne Stimmung, finde ich. Das ist also der Foxberry von Sari Nordlund. Ja, meine Lieben, und das war im Prinzip schon das, was ich an Oberbekleidung fertig gestrickt habe. Ich muss euch aber auch sagen, dass ich dieses Jahr mein Sockenstrick-Mojo gefunden habe. Ich habe so viele Socken gestrickt. Also für mich persönlich sind das wirklich sehr viele Socken. Und ich dachte mir, jetzt lohnt es sich endlich mal Sockenblocker zu kaufen. Und ich habe einen wunderschönen Etsy-Shop gefunden. Ich mag ihren Namen gar nicht aussprechen. Es ist ein polnischer Name und ich möchte jetzt irgendwie nicht den Namen verhauen. Es würde mir sehr leid tun. Schreib euch aber auf jeden Fall nochmal ihren Instagram-Handle hier ins Video und natürlich auch in die Videobeschreibung und den Etsy-Shop. Ist keine Werbung, ich habe alles selbst gekauft, ich habe keinen Kontakt zu ihr gehabt, aber ich bin einfach so begeistert von ihren wunderschönen Sockblockern, die sie zum Verkauf hat. Ich habe mich jetzt hier für diese Bienenwaben und Bienen entschieden
Ich finde das so schön. Ich hoffe, ich kann es euch jetzt ein bisschen zeigen. Der Viewfinder versucht immer, auf mein Gesicht scharf zu stellen, aber ihr könnt das so ein bisschen sehen. Ich habe mich für die Größe M entschieden. Ich habe eine Schuhgröße 40 und M passt wirklich ganz, ganz wunderbar. Die sind relativ schnell da gewesen. Also ich glaube, innerhalb von 2 Wochen sind die bei mir angekommen. Die riechen auch noch ein bisschen nach verbranntem Holz, weil das Ganze wahrscheinlich mit einem Laser ausgeschnitten wird. Und wenn man das aber eine Weile hängen lässt, dann verzieht sich der Duft ganz, ganz schnell. Ich überlege auch, ob ich das Ganze nochmal mit Hartöl behandle und dann trocknen lasse. Das gibt auch nochmal eine schöne rustikale Struktur nachher, damit diese wunderschönen Sockblockers hoffentlich ganz lange halten. Sie hat auch noch ganz viele andere wunderschöne Motive. Sie hat auch Blocker, wenn man Handstulpen oder Handschuhe fertigt. Also ein ganz, ganz wunderschönes Sortiment. Ich glaube, sie hat sogar handgefärbte Garne, wenn ich mich nicht ganz doll täusche. Aber wie gesagt, ihr könnt euch ja gerne mal bei ihr umschauen. Es war wirklich ganz, ganz schnell versandt und zuverlässig. Man konnte auch das Paket tracken und wusste immer genau, bald kommen sie. Und ich bin wirklich sehr begeistert. Das sind also meine ersten und wahrscheinlich auch einzigen Sockenblocker. So, und nun sind solche Sockenblocker natürlich nicht nur hübsche Deko in der Hobby-Ecke, sondern sie sollen natürlich auch die wunderschön gestrickten Socken ein bisschen spannen und super schön zur Schau stellen. Und ich habe mich jetzt hier mal für die erste Variante entschieden, meine Totally Red Ripped Socks von Summer Lee. In dieser wunderschönen Farbkombination. Das sind also die ersten Socken, die ich gewerkelt habe. Ja. Hat unheimlich viel Spaß gemacht. Ist so ein bisschen Look wie Tennissocke. Also im Original würde es eigentlich noch dazu gehören, dass man hier diesen Schaftbund noch umnäht. Und dann würde das Ganze so aussehen. Aber ich finde, es ist ein bisschen komfortabler, wenn man das Ganze tatsächlich so lässt und sich das nachher so ein bisschen runterrollt. Für mich persönlich fühlt sich das einfach ganz wunderbar an und ich habe das gerne so. Von daher habe ich die Socken jetzt noch nicht umgenäht. Das Garn, das ich verwendet habe, ist ein handgefärbtes Fingering-Garn und das war mal ein Sockenset von A Homespun House. Ich meine, es war Christmas at Hogwarts letztes Jahr. Und dieses Blau habe ich irgendwann mal selber gefärbt. Ich weiß auch gar nicht mehr, welche Farbe das war. Aber dieses schöne Rot und die Fersenfärbung, das war eben dieses Sockenset. Und ich freue mich schon sehr, denn dieses Jahr habe ich natürlich auch wieder geordert. Returning to Hogwarts und Halloween at Hogwarts. Und natürlich muss auch wieder Christmas at Hogwarts dabei sein. Von dem ich hoffe, dass Molly das noch färben wird dieses Jahr. Ich gehe mal ganz stark davon aus. Ich finde ihre Sockensets einfach immer wunderschön. Und auch das nächste Sockenprojekt ist mit wunderschönen Garnen von Homespun House. Und zwar habe ich mit dem sogenannten Indie-Sockenset, das es jetzt, glaube ich, auch noch im Shop gibt, ich bin mir aber nicht ganz sicher, die Monkey Socks von Cookie A gestrickt. Diese Socken waren wirklich super schnell fertig gestrickt. Dieses Lace-Muster macht so süchtig. Und ich denke mir, ach, das geht nur über 6 oder 7 rein. Ach, mach's mal noch eine Wiederholung und noch eine Wiederholung und noch eine Wiederholung. Und plötzlich war der Socken fertig. Ihr kennt das Phänomen wahrscheinlich. Ähnlich passiert es ja den Leuten, wenn sie irgendwas Gestreiftes stricken. Ach, einen Streifen mache ich noch und den Streifen noch. Ach, hat doch nicht lange gedauert. Ich mache noch einen Streifen. Und so ähnlich ist es auch bei diesen Monkey Socks gewesen. Ich finde das Gelb in Kombination mit diesem bunt gesprenkelten Garn einfach super, super schön. Und bin sehr happy, dass die so toll geworden sind. Molly von der Homespun House hat auch die Monkey Socks gestrickt und die mussten bei mir einfach auch sein. Und last but not least habe ich hier noch meine Lieblingssocken, mit denen mein Sockenmojo so ein bisschen angefangen hat. Und zwar sind das die Blueberry Waffle Socks von Sandy Turner, eine kostenlose Anleitung. Und auch das hier ist wieder eine Homespun House Färbung, ein Sockenset aus dem letzten Jahr. Das hieß Ghost Stories. Und das hat eben dieses wunderschöne Limettengrün und dieses wunderschöne Kürbisorange in Verbindung mit verschiedenen Grautönen, in denen die beiden Kontrastfarben eben wieder auch zur Geltung kommen. Und
die haben mich so ein bisschen zum Sockenstricker gemacht. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Die habe ich letztes Jahr um die Halloween-Zeit gekauft. Also das Garn, nicht die Socken. Und das hat einfach so viel Spaß gemacht. Und ich habe gedacht, vielleicht habe ich immer nie Socken gestrickt, weil ich immer nur glatt rechts gestrickt habe. Ich konnte mir irgendwie nie vorstellen, irgendwelche Muster oder Lace oder Zöpfe in Socken zu stricken. In diesen ganz, ganz winzig kleinen Umfang. Aber das geht wirklich richtig gut. Ich benutze ja die Chaogu Sockenstricknadeln und das funktioniert ganz, ganz klasse. Ja, und seitdem bin ich eine richtige Sockenstrickerin geworden. Und zu guter Letzt kann ich euch schon den ersten von zwei Socken zeigen, die ich jetzt gerade noch auf den Nadeln habe. Und hier handelt es sich um die Wonderment Socks von Debbie Ford. Das hat eben hier dieses wunderschöne Muster. Ganz, ganz toll. Die Färbung ist mal wieder A Homespun House in der Hauptfarbe. Das war, glaube ich, mal Butter Pecan, so hieß das. Und die Kontrastfarbe in diesem schönen Braun habe ich aus meinem Adventskalender vom Studio C Adventskalender von 2022 entführt. Ich dachte, das passt so wunderschön zusammen und das sind schon so richtig tolle herbstliche Socken. Und also es ist wirklich wunderschön geworden. Obwohl das Garn relativ unruhig ist, finde ich, ist das Muster ganz, ganz toll zur Geltung gekommen. Ich bin wirklich schwer begeistert und finde es einfach ganz, ganz toll. Freue mich sehr, dass das so schön geklappt hat. Und die zweite Socke ist schon in Arbeit. Ich bin schon fast mit dem Bündchen fertig für das Bein und werde dann demnächst wieder dieses tolle Muster stricken. Und das waren jetzt schon meine fertigen Objekte. Und wir bewegen uns so ganz langsam Richtung Works in Progress. Bei den Works in Progress kann ich euch leider noch gar nicht so viel Spannendes zeigen. Ich kann euch nur den Anfang zeigen, der noch nicht so wirklich vielsagend ist. Ja, ich habe hier so ein kleines beiges Ungetüm, das irgendwann mal der Sycamore-Sweater von Petite Knit werden soll. Das ist ja ein ganz, ganz außergewöhnliches ja, Modell, würde ich fast sagen. Und das hat mich eben so angesprochen, weil eben wieder diese Isaha-Garne verwendet werden in ganz verrückter Kombination und weil man eine neue Technik lernt, nämlich das japanische verkürzte Stricken. Da bin ich jetzt kurz davor, das zu lernen und hoffentlich gut umzusetzen. Und dann wird ja dieses Trauerspiel, kann man ja fast sagen, irgendwann mal zum Sycamore-Sweater. Ich habe mich für dieses Projekt für die Original-Garn-Kombination entschieden. Und zwar ist das das Jensen-Garn von Isaha. Es handelt sich um 100% Schurwolle, hat auf 100 Gramm eine Lauflänge von ungefähr 250 Metern in der Farbe 0 und passend dazu das Seidenmohair mit 75% Kittmohair und 25% Seide bei einer Lauflänge auf 25 Gramm bei etwa 212 Meter in der Farbe 6. Das ist eben die Hauptfarbe. Und dann wird es ganz verrückt. Dann kommt das Isaha Spinny dazu und das ist eben auch 100% Schurwolle mit einer Lauflänge auf 100 Gramm von etwa 600 Metern in der Farbe 44, das ist das schöne Blau, in der Farbe 39S, dieser etwas dunklere Rosaton und in der Farbe 61 in dem Hellrosa. Und diese drei Garne werden zusammengehalten, aber das reicht noch nicht, denn es kommt noch dieser wunderschöne Mohairton dazu. Auch wieder das Silk Mohair in der Farbe 33. Und das ergibt dann nachher eben dieses wunderschöne Farbspiel, auf das ich mich schon sehr freue. Ich hatte hier heute schon so ein bisschen Blau im Projekt und natürlich meine Lieblingsfarben Rosa und Rosttöne. Ja, bin sehr gespannt auf die Technik des japanischen verkürzten Strickens und werde euch sicherlich dann im nächsten Podcast über den Fortschritt berichten zum Sycamore-Sweater. Ich persönlich habe mich jetzt dazu entschieden, die Größe S zu stricken mit einem fertigen Brustumfang von 104 cm, also mit 14 cm Positive Ease, damit das nachher auch richtig schön locker und fluffig sitzt. Stricke das Ganze wieder auf meiner Chiagu 5 mm Nadel und für die Bündchen brauche ich dann nachher noch eine 4,5er.
Und dann geht es natürlich auch gleich noch weiter mit dem nächsten Strickprojekt von Petite Knit. Ihr wisst ja, dass ich ein großer Petite Knit-Fan bin und nicht nur ich, sondern auch viele, viele andere Garnkünstlerinnen und Garnkünstler. Ich habe mich dafür entschieden, den Jenny V-Neck Cardigan zu stricken. Dieses Smock-Stitch-Muster fand ich schon immer toll und sie hat ja auch schon eine ganz normale Jackenvariante davon. Aber die mit diesem tiefen V-Ausschnitt, die Variante, die fand ich einfach wunderschön. Und falls ihr euch erinnert, habe ich ja mal versucht, ein Babybody zu stricken mit eben diesem gleichen Smock-Stitch. Da bin ich ja am Ende verzweifelt und habe dann kurz vor Schluss gesagt, Schnauze voll, keine Lust mehr. Das Ding wird jetzt aufgemacht, das hat keinen Spaß gemacht, es ist egal, dass ich gleich fertig bin. Ich will es nicht mehr. Tschüss. So. Und nun versuche ich aber mein Glück doch nochmal, weil ich diesen Smock-Stitch natürlich immer noch ganz, 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 ganz toll finde. Und habe mich dazu durchgerungen, dann doch jetzt nochmal die Jenny V-Jacke zu stricken. Ich habe mich wieder für Isahayan entschieden. Einerseits wieder das Silk Mohair in der Farbe 7S. Das habe ich ja gerade schon einmal gezeigt. Und ich habe mich für Tin Per Gint entschieden in der Farbe 2650, das ist dieses Schätzchen hier. Tin Per Gint ist ein relativ rustikales Garn, also nicht butterweich oder so. Aber natürlich im Zusammenhang mit dem Silk Mohair wird es nachher ein ganz, ganz toller Schmaus. Wir haben auf 50 Gramm 205 Meter Lauflänge. Das Garn besteht zu 100% norwegischer Wolle. Ja. Und habe ich natürlich auch gesehen im Lager von dem Werksverkauf von Sandnes Garn. Aber das habe ich mir dann hinterher nochmal bestellt für speziell dieses Projekt. Und ja, wie ihr sehen könnt, könnt ihr noch nicht wirklich viel sehen. Ich versuche mal, euch meinen Anfang zu zeigen. Ja. Also es ist wirklich noch nicht viel zu sehen, aber ich finde die Garnkombi super, super schön. Die Farbe, die sich hier ergibt, finde ich ganz, ganz toll. Und ich bin jetzt eben an dem Punkt, wo eben diese ja, Verkreuzungen für den Smock-Stitch kommen. Und ja, das wird dann noch spannend werden. Ich hoffe, dass es diesmal etwas leichter ist. Diesmal wird ja auch von oben nach unten gestrickt. Und beim letzten Mal musste ich ja von unten nach oben stricken und dann in den Raglan abnahmen. Da ist dann irgendwie alles total durcheinander gegangen. Aber macht ja nichts. Ich habe ja inzwischen dazugelernt, hoffe ich jedenfalls, und werde das dann doch noch auf die Reihe kriegen. So, meine Lieben, und bevor wir zu den nächsten Strickplänen, was das Sockenstricken angeht, kommen, wollte ich euch gerne noch meine Häkeltasche zeigen. Und zwar habe ich mich mal dazu durchgerungen, wieder zu häkeln. Ich bin nicht die tollste Häkelfrau, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich habe noch nicht viel im Leben gehäkelt. Und auch bei diesem Projekt hier ist mir wieder bewusst geworden, dass ich mich nicht so doll hätte hetzen lassen sollen, dann wäre das Produkt ein bisschen schöner geworden. Das ist jetzt so meine persönliche Ansicht. Aber ich habe mir gedacht, dass ich dieses Jahr mal eine Tasche häkeln möchte. Und ich habe mich für die Cassis Bag entschieden aus der Mercerie München. Und ja, die Vorderseite ist bestimmt ganz hübsch und schön. Die Mercerie bietet dazu auch diese wunderschönen Lederriemen an. In der Farbe Tabak habe ich mich jetzt entschieden. Und die andere Seite, ihr könnt es schon ein bisschen sehen, da habe ich etwas Murks gemacht. Also irgendwie habe ich auf dem Wege ein paar Maschen vergessen zu häkeln. Und deswegen ist es ein bisschen ja, schief geworden. Also diese Naht ist etwas schief geworden und man sieht hier unten auch, wie sich so ein kleiner Keil gebildet hat. Aber ich finde, das tut der Tasche keinen Abbruch. Ich finde sie wunderschön. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Endprodukt und freue mich auch schon, dass ich die auf jeden Fall Ende September nochmal mit in den Mallorca-Urlaub nehmen kann. Ja. Die Farbkombination ist einfach ein Träumchen. Ich habe mich jetzt für die Originalfarben entschieden von diesem wunderschönen koreanischen Papiergarn von Daol, glaube ich, heißt es. Ich habe jetzt gerade mal mein Isaha-Garn hier drin, damit das Ganze etwas Form bekommt. Ja, ich habe mich für ganz normale feste Maschen entschieden. In der Anleitung steht ja auch drin, wie man diesen Strickstich anwenden kann, damit das Ganze aussieht wie gestrickt.
Ich habe es ehrlich gesagt nicht auf die Reihe gekriegt und auch Videos dazu habe ich nicht so richtig begriffen. Und ich wollte die Tasche ganz schnell fertig haben und habe dann gesagt, okay, komm, ich mache mir jetzt nur eine Tasche in festen Maschen und ich finde sie super, super schön. Ich habe mir zwischendurch noch überlegt, ob ich eventuell hier für innen drinnen noch so ein kleines Lining mache. Einfach in einem ja, braunen oder so beigefarbenen Baumwollstoff. Und das Ganze dann hier noch mit einem ganz dünnen Faden vernähe. Bisher habe ich mich erstmal dagegen entschieden, denn ich möchte sie jetzt unbedingt mitnehmen und habe gerade nicht ganz so viel Lust zu nähen. Von daher denke ich, dass sie erstmal so bleiben wird. Und nun habe ich aber auch ganz, ganz viel Garn übrig behalten. Ich weiß gar nicht, woran es gelegen hat. Ich meine, ich habe der Anleitung entsprechend nachher die richtige Garnmenge bestellt. Ich weiß nicht, ob so viel übrig geblieben ist, weil ich hier auf dieser Rückseite so ein bisschen Murks gemacht habe. Kann ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil so viele Maschen habe ich jetzt nicht hinten rüberfallen lassen. Aber gut, wer weiß. Deswegen habe ich mir aus den Resten noch so eine kleine Minitasche gehäkelt. Ohne Anleitung einfach nur so ein paar Maschen angeschlagen, zugenommen und dann hier dieses schöne Streifenmuster gearbeitet. Und oben dann noch einen Reißverschluss eingenäht. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Ist wirklich total niedlich geworden und passt natürlich ganz, ganz toll zu meiner Cassis-Bag dazu. Und der Plan ist, dass ich hier noch ein paar Ösen dran häkeln werde, an denen ich dann diese Karabinerhaken befestigen möchte. Ich habe mich hier für so eine Gunmetal-Variante entschieden. Ich fand das einfach super schön. Und einer dieser Haken kommt eben in meine große Cassis-Bag, um daran nachher diese kleine Tasche befestigen zu können. Hier werde ich auf jeden Fall links und rechts auch noch so kleine Ösen ranhäkeln, dass ich das Ganze dann nachher hier befestigen kann und in meiner Tasche befestigen kann dann natürlich, damit hier meine Wertsachen nicht einfach so rausgezogen werden können. Man weiß ja immer nicht und ich gehe lieber auf Nummer sicher. Und verhake diese kleine Tasche in meiner großen Cassis-Bag. Und ich habe gerade schon gesagt, ich mache zwei Ösen. Denn ich habe, obwohl ich die Tasche hier noch gehäkelt habe, genug Papiergarn übrig, um noch so einen kleinen Gurt zu machen. Ich habe hier mal so beispielhaft etwas Gurt. Und genauso breit und lang soll dann der Gurt für die Tasche auch nochmal werden. Und da kommen dann zwei von diesen Karabinerhaken als Gurt für meine kleine Tasche dazu. Ja, und dann kann ich hoffentlich diese süße kleine Tasche als Umhängetasche verwenden. Jetzt nicht nur im nächsten Mallorca-Urlaub, sondern sicherlich auch definitiv im nächsten Jahr. Ich habe auch schon ausprobiert, meine Geldbörse, Handy und Sonnenbrille passt super gut rein. Also das wird bestimmt ein Must-Have für mich nächstes Jahr im Sommer. Und wie gesagt, die kleinen Habseligkeiten sind dann auch relativ sicher in dieser großen Cassis-Bag, die ja nicht wirklich einen Verschluss hat, sodass da kein Langfinger irgendwie in die Versuchung geraten könnte, mich zu bestehlen. Das hoffe ich jedenfalls. Ich passe ja so auch immer gut auf meine Taschen auf. Aber sicher ist sicher. Ja, das sind also meine beiden süßen kleinen Häkeltaschen für den Sommer. Die Cassis-Bag von der Mercerie und meine kleine Eigenkreation. So, meine Lieben, last but not least möchte ich euch natürlich noch ein paar Strickinspirationen in Sachen Sockenstricken geben. Und zwar möchte ich gerne noch das Imba Sock Set von Summer Lee stricken. Ich finde ihre Anleitung einfach super schön. Und gerade das Imba Sock Set hat es mir richtig angetan. Ich habe mir hierzu für diese mittlere Variante schon von Langjans das Jawohl Superwash Garn geholt. In dem grünen Rostton und diesem süßen Rosaton. Da möchte ich gerne die Socken mit dem Hahnentrittmuster machen. Ich finde die einfach super schön. Die Garnkombi gefällt mir unheimlich gut. Hat für mich auch so ein ganz, ganz bisschen was Herbstliches. Das Hellrosa passt jetzt nicht unbedingt in den Herbst, aber gerade das Grün und das Rost haben wir ja gerade in ähnlicher Weise schon auf meinen Wonderman Socks gesehen. Das ist also auf jeden Fall eine Socke, die ich gerne stricken möchte. Ich habe da jetzt neben Lace und Verzopfung noch
kein Colorwork gestrickt, aber das soll sich definitiv bald ändern. Und ich würde auch gerne die große Variante aus dem Imber Sockset stricken. Und dazu habe ich hier dieses Reja Vierfach-Sockengarn, ganz normal in Wollweiß. Und passend dazu das wunderschöne Verlaufsgarn von Spin Cycle. Ich habe jetzt diesen Blauton, den kann ich nicht wirklich irgendwie in der Rundpasse verarbeiten. Blau ist jetzt nicht so sehr meine Farbe, deswegen, ich habe heute zwar viel über Blau gesprochen in meinen Stricksachen, aber das ist doch eher die Ausnahme. Und deswegen habe ich mir gedacht, diesen Strang werde ich dann auch in der wunderschönen langen Version der Imber Sock Sets verwenden. Ja, Summer Lee hat ja auch noch das Hello Sailor Sock Set. Da sind auch wieder wunderschöne Modelle dabei. Also ich kann mich gar nicht satt sehen an den ganzen Kombinationen, die in diesem Bundle stecken. Aber auch das Midwinter Sock Set finde ich ganz, ganz gelungen. Die Farben, das macht einfach so einen Spaß. Und auch diese Colorwork-Motive finde ich wunderschön. Und ganz klar das White Rip Sock Set. Ich kann es immer wieder nur sagen, ich bin total im Sockenstrickmodus und freue mich sehr über die ganzen Socksets, die Summer Lee eben veröffentlicht hat. Und mit dem ersten, mit dem Imber Sockset, fange ich dann an und werde euch bestimmt im nächsten Podcast schon berichten. So, meine Lieben, ich hoffe, ihr seid jetzt an euren Strick- oder Häkelprojekten oder Nähprojekten ein bisschen vorangekommen mit mir zusammen in Gesellschaft. Und ich habe zu guter Letzt noch ein bisschen mehr Unterhaltung für euch. Ich wollte euch nämlich gerne noch von zwei Büchern erzählen. Das erste Buch bin ich jetzt gerade fast durch. Das heißt We Will Give You Hell von Lina Frisch. Das ist eine deutsche Autorin. Und in diesem Buch geht es so ein bisschen um extremen Feminismus und auch so ein bisschen nordische Göttererzählungen. Es geht um das Schweden im Mittelalter, es geht um die schwedischen Wälder, um den Feminismus an sich. Und das ist so eine etwas dystopische Erzählung über extremen Feminismus. Und es behandelt so ein bisschen die beiden Fragen, können wir Frauen dem Patriarchat wirklich entkommen, indem wir die Männer unterwerfen? Oder sind wir nicht auch ein Teil des Patriarchats? Weil wir werden ja auch mit dem Patriarchat groß und mit der Rolle, die der Frau darin zugewiesen wird. Und diese Rolleneigenschaften und dieses Rollenverständnis zu überwinden und eine eigene Frauenrolle zu erschaffen, das ist so ein bisschen ganz unterschwellig Thema in diesem Buch. Aber auch, was macht Macht mit dem Menschen? Und da muss ich immer so ein bisschen an Herr der Ringe denken und an Gandalf, der gesagt hat, versuche mich nicht, Frodo. Ich würde den Ring aus dem Wunsch heraus, Gutes zu tun, verwenden wollen. Aber trotzdem hat Gandalf Angst davor, diese Riesenmacht zu besitzen und weiß vielleicht auch schon in weiser Voraussicht, dass diese unbegrenzte Macht ihn verändern würde und er nicht mehr der gleiche Gandalf wäre. Und so ein bisschen in die Richtung habe ich mir jetzt dieses Buch gesponnen. Es regt auf jeden Fall zum Nachdenken an. Es ist wirklich ein sehr spannendes Gedankenexperiment hier drin. Aber es geht natürlich auch um Freundschaft, ums Erwachsenwerden. Und zum Erwachsenwerden gehört ja auch das Abwägen von Entscheidungen. Zugunsten einer einzelnen Person oder zugunsten von vielen Personen. Und das eben zusammengepackt mit dieser nordischen Göttererzählung, das finde ich immer super, super spannend. Ein ganz bisschen geschichtlichen Hintergrund auch zu Stockholm gibt es und zu Schweden allgemein. Ja, also auf jeden Fall ein Muss für Skandinavien und nordische Göttersagen-Fans. We Will Give You Hell von Lina Frisch. Und Herbstzeit ist für mich natürlich auch immer die Zeit, wo ich meine Fantasy-Bücher raushole. Früher hätte ich vielleicht Harry Potter nochmal gelesen oder Herr der Ringe, aber inzwischen versuche ich doch von diesen beiden Geschichten Abstand zu nehmen. Ich habe sie einfach jetzt so oft gelesen. Silmarillion könnte ich nochmal wieder lesen, da habe ich noch nicht alles verstanden. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Habt ihr das schon mal gelesen, das Silmarillion? Die ganze Vorgeschichte zu Herr der Ringe und dem Hobbit und das Schmieden des einen Ringes. Ja, ich lese das immer wieder gerne und bekomme immer wieder neue Einsichten und Verständnisse. Oh, das hast du beim letzten Mal irgendwie noch anders verstanden und so.
Ja, aber nichtsdestotrotz möchte ich euch noch das Buch hier vorstellen von Emily Bain Murphy, Ein Geheimnis aus Magie und Eis. Ist wirklich ein wunderschönes Buchcover, das glitzert richtig. Und Marit und Eve wachsen zusammen in einem Waisenhaus auf. Mit ihren magischen Kräften kann Marit wunderschöne Kleider erschaffen. Da sind wir ja wieder so ein bisschen beim handwerklichen Thema. Doch diese Kräfte haben ihren Preis. Wer zu viel Magie anwendet, muss um sein Leben fürchten. Als Eve, eine talentierte Ballerina, von der reichen Tänzerin Helen Westergaard adoptiert wird, scheint sich ihr größter Wunsch zu erfüllen. Doch welches dunkle Geheimnis steckt hinter dem Vermögen der Westergaards? Und was haben sie mit dem Tod von Marits Vater zu tun, der in ihren Edelsteinminen starb? Um Eve zu beschützen, ist Marit bereit, alles zu riskieren. Denn nur Magie kann sie beide retten oder in tödliche Gefahr bringen. Ja, diese wunderschöne Geschichte wurde übersetzt von Jana Warendorf und Jana hat zusammen mit ihrer Übersetzerkollegin und Freundin Jenny Michalski einen ganz, ganz tollen Literatur-YouTube-Kanal, der heißt Literaturgestöber. Und die beiden Mädels, die schaue ich unheimlich gerne. Wir sind ungefähr im gleichen Alter und ich finde die beiden sehr, sehr unterhaltsam. Die haben wirklich wunderschöne Bücher, sehr, sehr interessante Geschichten, die sie da auch vorstellen, so bisschen auch Mainstream, aber auch so ganz spezielle Sachen, die ich immer wieder interessant finde. Ja, und Diana hat eben dieses wunderschöne Buch übersetzt und ich freue mich schon sehr, es zu lesen. Ich habe es noch nicht gelesen. Das wird jetzt aber in Kürze erfolgen, wenn ich das andere Buch We Will Give You Hell fertig habe. Bin schon sehr gespannt, was diese Geschichte zu bieten hat. Ein bisschen Familiendrama, denke ich. Von daher freue ich mich sehr auf Ein Geheimnis aus Magie und Eis. So, Freunde, jetzt habe ich mir aber endgültig den Mund fusselig geredet und entlasse euch in einen hoffentlichen schönen Nachmittag oder Tag oder Abend oder in eine gute Nacht, wann immer ihr dieses Video schaut. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst und mir sehr gerne mal schreibt, was ihr zum Thema Herbst sozusagen habt. Seid ihr auch richtige Herbstfans oder trauert ihr dem vergehenden Sommer hinterher? Würde mich wirklich sehr interessieren. Schreibt mir doch auch gerne mal, was ihr jetzt so für Projekte im Herbst plant oder was ihr vielleicht auch gerne jetzt lesen möchtet. Da bin ich natürlich sehr interessiert. Ich bin ja auch so eine kleine Leseratte und sehr offen für neue Inspirationen. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Bleibt schön gesund. Habt ganz viel Freude an eurem Stricken oder Häkeln oder Nähen. Habt eine schöne Zeit. Und dann sehen wir uns doch hoffentlich auch im nächsten Video mit diesem Berg an wunderschönen Stricksachen für den Herbstwinter. Alles Liebe für euch, bis ganz bald und tschüss.